Donald Trump bewegt die Finanzmärkte und das, obwohl er noch gar nicht US-Präsident ist. Aber die Wall Street, alle gehen davon aus, dass er der nächste Präsident sein wird. Insofern haben seine Worte Gewicht und wir sehen extreme Bewegungen an den Devisenmärkten, Dollar-Yen zum Beispiel, aber vor allem auch an den Aktienmärkten, sichtbar an Chip-Aktien nach den Aussagen von Donald über Taiwan. Und Taiwan ist ja gewissermaßen das Nadelöhr für die KI-Blase, denn Taiwan, TSMC, produzierte die Chips, die Nvidia designte, würde Taiwan nicht sein, würde TSMC nicht sein, dann nix Nvidia, könnte man einfach formulieren. Und dieser Gedanke, der ist den Märkten heute gekommen nach den Aussagen von Trump. Ursprünglich hat man ja zumindest als Gefahr, als Klumpenrisiko gesehen, Mensch, hier China könnte ja das große Thema sein, wenn die Taiwan erobern, aber vielleicht ist das Thema gar nicht China, sondern eben Trump, der sagte, was wollen wir denn mit Taiwan? Ich will, dass die Chipindustrie nicht in Taiwan stattfindet, sondern in den USA. Warum soll ich dann also diese Insel verteidigen? Macht doch keinen Sinn. Entweder wir kriegen hier diese Chipproduktion in die USA. Das ist das für mich Entscheidende. Jedenfalls kann man sich vorstellen, dass Donald Trump als Präsident ja immer schon auf die Aktienkurse geguckt hat, jedes Allzeithoch im Dow Jones als seine Leistung dargestellt hat. Insofern kann man sich schon vorstellen, dass er zumindest sich bewusst sein konnte, was das für die Finanzmärkte bedeutet, was er da sagt. Und wir wollen uns mal die Gemengelage anschauen und zumindest in den Raum stellen, dass es Trump vielleicht gar nicht mal so unrecht ist, wenn wir eine scharfe Korrektur, in Anführungszeichen einen Crash an den US-Aktienmärkten sehen. Und warum das so ist, das will ich jetzt mal zeigen. Zunächst mal, ja, es stimmt, die Prognosen, alles deutet derzeit darauf hin, dass Trump diese Wahl ganz, ganz locker gewinnen wird. Selbst CNN, die bekanntlich ja jetzt nicht unbedingt Trump-Freunde sind, sagen, also das könnte ein überwältigender Sieg werden für Donald. Bis zu 330 Electoral Votes könnte man den Republikanern zurechnen derzeit. Das würde locker reichen, um einen Sweep zu machen, also Abgeordnetenhaus, Senat plus Präsidentschaft Trump. Okay, das ist das eine. Auf der anderen Seite hat Trump durchaus ein Problem mit den hohen Aktienkursen, denn, wie gesagt, in seiner ersten Amtszeit hat er ja immer gesagt, seht her, der Dow Jones hat ein neues Allzeithoch erreicht. Na, wer hat es letztendlich geleistet? Ich. Und schaut euch mal an, hier, wie die Sache jetzt dasteht. Dazu gleich mehr. Jedenfalls hatte er auch vor nicht allzu langer Zeit gesagt, also, wenn ein Crash passiert, dann wäre das natürlich schon viel besser, wenn der unter Biden noch passiert und nicht in meiner Regierungszeit, denn ich möchte nicht der nächste Herbert Hoover sein, das ist jener unglückliche US-Präsident, in dessen Amtszeit der 1929er Crash und die dann folgende Weltwirtschaftskrise folgte, also besser vorher ein Problemsche als in meiner Amtszeit ein Problemsche, laut Trump. Und eins ist auch klar, eben diese Allzeithochs komplizieren die Dinge für Donald ein bisschen, um seine ökonomische Message irgendwie auch hinzukriegen. Denn wir haben in seiner ersten Amtszeit ja immer wieder die Aussagen gehabt, ja, eure 401ks, also praktisch eure, wie soll man sagen, eure Aktiendepots, die über das, über die Rentenlogik in den USA angelegt sind, das Rentensparen in gewisser Weise in Aktien in den USA. Schaut euch mal doch die Depots an. Seid ihr zufrieden, Jungs? Seid ihr also glücklich, dass ich euch die Aktienkurse nach oben getrieben habe und ihr reich werdet? Und so weiter und so fort. Und jedes Mal hat er praktisch diese Allzeithochs gefeiert. I will never get bored of telling you that, so hat er zum Beispiel mal 2019 gesagt, ich werde nicht müde euch zu erzählen, dass ihr diese hohen Aktienkurse mir zu verdanken habt, und jetzt ist er plötzlich in der Situation, dass die Aktienkurse deutlich, deutlich höher stehen unter einer Biden-Regierung. Wie kann das sein, laut Donald Trump? Das bringt ihn so ein bisschen in einen kognitiven Verzweiflungsprozess, könnte man sagen. Und so ein Kommentator hier auf Finanzmarktwelt, 2016 schon hat Donald Trump die 18.000 Punkte im Dow als große fette Blase bezeichnet, die bald platzen wird, wenn die Fed die Zinsen anhebt. Das sei nicht das Verdienst von Obama, sondern die Fed eben, die die Märkte aufgepumpt hat. Jetzt sind wir bei 40.000 und das ist dann natürlich schon eine Überblase, und wenn die platzt, dann bitteschön eben noch in der Biden-Amtszeit.
Und natürlich, wenn er denn gewählt wird, dann würde er darauf dringen, dass die Zinsen sinken, was er jetzt noch nicht will, weswegen er dann auch in diesem Bloomberg-Interview gesagt hat, oh, nee, also Fed-Chef Powell, wenn ich an ihm festhalte, dann sollte er im September besser nicht die Zinsen senken. Also das zeigt so ein bisschen seine Interessenslage. Und hier ein anderer Kommentator, der sagte, Trump und seine Machtzirkel werden versuchen, die höchst notwendige Korrektur noch vor der Wahl hinzubekommen, um ihre Wahlchancen zu erhöhen. Und eins ist klar, wenn du wirklich eine krasse Korrektur bis hin zu einem Crash an den Aktienmärkten hast, dann ist die Wiederwahlwahrscheinlichkeit null. Das funktioniert nicht. Entweder eine schwache Wirtschaft, die Wirtschaft ist meistens schwach, weil die Aktienmärkte schwach sind, weil die Leute dann faktisch ärmer werden, nicht mehr so reich sind auf dem Papier, ihren Konsum einschränken. Dementsprechend würde das eben mit deutlich fallenden Aktienkursen eben auch passieren. Und natürlich hat in der Biden-Zeit jetzt dieses Tech-Märchen B2B-Blase, also die sogenannte KI-Blase, kombiniert mit Liquidität aus der staatlichen Schuldenorgie, die ja unter Biden ähnlich gelaufen ist wie unter Donald, all das von der Fed geduldet, dass das natürlich jetzt die Aktienmärkte aufgeblasen hat und eben nicht das Verdienst von Donald Trump, ist deswegen schon auffällig, seine, wie dieser Kommentator hier sagte, hawkischen Aussagen zur Wirtschaftspolitik. Also das ist zumindest etwas, wo man Trump ein Motiv unterstellen kann, das natürlich schon eine gewisse Logik hat. Und so hat er über Taiwan gesagt, sie haben 100% unseres Chip-Geschäfts übernommen. Echt, die haben das übernommen, wäre mir nicht bekannt. Ich denke, das haben die selber hingekriegt. Die Amerikaner kriegen es in der Form eben nicht hin. Nvidia designt die Chips, aber gebaut werden sie von TSMC in Taiwan. Und ich denke, die sollten für die Verteidigung von uns bezahlen. Wir sind nicht eine Versicherungsgesellschaft. Taiwan gibt uns nichts. Taiwan ist uns egal. Die sollen gefälligst in den USA produzieren, unter der Ägide der USA. Sonst interessiert uns das nicht. Und das, wie gesagt, wirft ein Schlaglicht auf dieses Klumpenrisiko Taiwan für die KI-Blase, das man ursprünglich eher auf China-Seite gesehen hat durch diese Invasion. Aber es bringt eben auf den Punkt, wie groß die Risiken faktisch sind, die vorher irgendwie keiner sehen wollte. Und das ist das eigentlich Interessante. Michael Guyett sagt hier, wie ich finde, hochinteressant, Trump is bearish for tech, few understand this. Das verstehen vielleicht auch wirklich wenige. Und viele haben sich ja gesagt, ja gut, wenn nicht Tech, dann kaufen wir halt die Small Caps. Und Guyett weiter, die kapieren nicht, dass sozusagen auch für die Small Caps eine riesige Gefahr besteht, die ja unfassbar gestiegen sind, der Russell 2000, der Nebenwerteindex. Denn wir haben hochgradig gehebelte Institutionen, institutionelle Player, die eben in diesen Tech-Aktien hochgehebelt sind, all-in sind und dementsprechend natürlich, wenn da ein Problem besteht, auch Positionen aufgrund von Margin Calls aufgelöst werden müssten, etwa die man jetzt im Russell bei den Nebenwerten oder bei Dow-Werten eingegangen ist. Wir haben übrigens gesehen, dass die Optionsmärkte hier immer bedeutender wurden, und schauen wir uns mal die Heatmap an. Ändert sich ja ständig, aber wir sehen nie wieder deutlich im Minus, auch eine Appel im Minus, eine Amazon, eine Meta, eine Microsoft, eine Broadcom, alles was irgendwie Tech ist, ist rot. Und viele andere sind heute noch grün, aber wie gesagt, das droht eben diese Margin Calls, sodass dann eben auch das Massaker bei Nebenwerten beginnen kann. Zumal ich es für kurzsichtig finde zu sagen, ja okay, die Zinsen sinken, die Wahrscheinlichkeit ist ja durchaus da. Aber warum sinken die Zinsen, wenn die Wirtschaft abschmiert, dann hilft den Nebenwerten die ganze Geschichte eben auch nichts. Und ja klar, die Positionierung in Megacap war natürlich gigantisch, ist gigantisch groß, ist ja auch so, wenn du institutioneller Player bist, Vermögensverwalter bist und dein Anleger fragt dich, ja warum hast du denn keine Nvidia im Depot, dann stehst du natürlich dumm da. Also alle rein, extrem hohe Positionierung und dadurch natürlich diese Anfälligkeit, dass da alle zu sehr auf der einen Seite des Bootes sitzen und das Boot kentert. Und hier hatte Ron Walker schon mal diesen Chart hier entworfen und gesagt, wir haben jetzt die Confirmation eines Bearish Engulfing Patterns mit einem Kursziel von vielleicht $75 bei Nvidia. Klingt jetzt natürlich extrem, aber wäre nur das Auspreisen eines gigantischen Anstieges oder ein Teil des gigantischen Anstieges, bevor es dann vielleicht wieder weiter nach oben geht. Und wir sehen auch der Russell, nicht der Russell, sondern der Nasdaq 100 auf Tagesbasis
ist aus seinem Aufwärtstrend erstmal rausgefallen. Und eins ist auch klar, wir hatten natürlich eine sehr, sehr gute Zeit jetzt an den Aktienmärkten, aber wir sind unfassbar stark überkauft. Sichtbar am RSI und bei solchen Werten hast du normalerweise eine Korrektur, lässt sich kaum verhindern, was nichts aussagt über die längerfristigen Perspektiven, aber kurzfristig wird es dann vielleicht ein bisschen enger und eng ist es eben dann für die Chip-Aktien gewesen. Aussagen vor allem von Trump, aber auch ein Bloomberg-Bericht, dass die Biden-Administration Firmen viel stärker noch sanktionieren wird, die zum Beispiel Chips oder Ausrüstung für Chips nach China liefern, wie zum Beispiel die holländische ASML, immerhin zweitgrößte Firma in Europa nach der Marktkapitalisierung. Die haben gute Zahlen heute vorgelegt, aber der Ausblick war schwach, eben wegen diesen Beschränkungen, wegen diesen Drohungen der US-Regierung. Wenn ihr hier nach China liefert, habt ihr ein Problem und du brauchst eben diese Chipmaschinen von ASML, die brauchte TSMC und so ist das praktisch ein Kreislauf. Wenn ASML keine Maschinen oder weniger Maschinen liefern darf, dann hat TSMC ein Problem. Wenn TSMC ein Problem hat, dann hat Nvidia ein gigantisches Problem. Und so ist vielleicht diese ganze Luftblase der KI doch auf sehr viel heißer Luft gebaut, zumal wir bisher ja noch nicht wirklich die Killer-Applikation gesehen haben, die den massiven Kapitaleinsatz, diese massiven Investitionen rechtfertigen würde. Und diese große Marktbreite, die plötzlich da ist, sichtbar eben im Anstieg der ganzen Werte, die vorher nicht angestiegen sind, passiert gerne mal vor einem Ereignis, einer Rezession oder dem Blasen einer Platzen einer Blase. Habe ich Schimpfe gekriegt für diesen Chart, aber er ist nun mal geronnenes Datenmaterial, da kann ich jetzt nichts dafür, gell? Und insgesamt natürlich, und das hat dieser Kommentar vorher schon auf den Punkt gebracht, wir sind natürlich maßlos übertrieben, 200% Marktkapitalisierung zum BIP, das ist einfach extrem, das war so noch nicht der Fall, dementsprechend sind wir da übertrieben, haben wir übertrieben und Trump wiederum hat mit seinen Aussagen nicht nur den Aktienmarkt eben durchaus bewegt, sondern auch den Devisenmarkt, Schockwellen nach Trump-Kommentaren, Dollar fällt, Yen-Rally, jetzt sind wir mal Dollar-Yen, der kürzlich ja noch über 160 war, deutlich unter Druck gegangen und Yen-Stärke bringt viele unter Druck, weil der Carry-Trade damit dann wackelt. Also man verschuldet sich in Yen, der praktisch ja keine Zinsen abwirft, legt das geliehene Geld im Dollarraum ab, der Zinsen abwirft und profitiert. So ist es zumindest in den letzten Wochen und Monaten gewesen, noch von der Yen-Abwertung. Das heißt, die Schulden entwerten sich. Der Dollar wertet auf, ist ein doppelt schönes Geschäft, aber halt blöd, wenn es andersrum läuft, dann wird es eben doppelt unangenehm. Deswegen ist da sehr stark drauf zu achten auf den Yen und wir sehen den Dollar unter der Marke von 104, genauer gesagt den Dollarindex. Mal schauen, wie es da weitergeht. Der Dollar könnte ein Indikator sein, was unter Trump passiert. Wird der Dollar steigen oder fallen? So ganz sicher bin ich mir da noch nicht bei Trump. Wo ich mir relativ sicher bin, ist, dass die Risikoprämien für US-Staatsanleihen steigen, wenn der gute Mann eben die Staatseinnahmen runterfährt durch eine Senkung der Unternehmenssteuer, gleichzeitig wahrscheinlich mindestens genauso viel Geld ausgibt wie Biden und gleichzeitig eben noch Zölle und Zölle anhebt und Migranten abschiebt. Wie auch immer, wir haben heute auch Fed-Speak gehabt. Williams, der New York Fed-Chef, sagt, ja, also die letzten Inflationsdaten waren positiv, aber wir brauchen mehr. Und wir haben ja dann bis zur wirklichen Entscheidung der Fed am 18. April noch zweimal Daten. Keiner geht davon aus, dass die Fed jetzt, das hätte Paul schon ankündigen müssen, am 31. Juli die Zinsen senkt. Aber wir haben am 14. August die Juli-Inflationszahlen und kurz vor der Fed-Sitzung dann die August-Inflationszahlen. JP Morgan-Chef Diamond hat heute gesagt, also die Fed sollte jetzt noch nicht die Zinsen senken, sie sollte geduldig sein. Ein anderer, der vorher auch vor frühen Zinssenkungen gewarnt hat, nämlich Waller, der gesagt hat, also vielleicht sollten wir in diesem Jahr gar nicht die Zinsen senken, hat jetzt gesagt, ja, wir sind einem Zinsschritt näher gekommen. Barkin dagegen sagt, ja, wir schauen vor allem auf die Arbeitslosenquote, aber wir sind auch offen für die Idee, dass die Geldpolitik nicht restriktiv genug sei. Und heute ja diese Aussagen von Trump über Fed-Chef Powell, ja, ich würde ihn schon behalten, eben wenn er nicht die Zinsen senkte im September. Das ist natürlich eine Wendung, sonst hat Trump ja immer darauf bestanden in seiner Amtszeit und Paul als Feind beschimpft, weil er eben zu wenig aus seiner Sicht die Zinsen gesenkt hat. Aber wir sehen, auf der anderen Seite sehen wir wieder Lieferkettenengpässe eben durch den Anstieg oder der sich dann ausdrückt im Anstieg der Containerfrachtratenpreise.
Hier sehen wir Staus in asiatischen Häfen vor allem. Und wir sehen, wie stark hier das alles nach oben gegangen ist. Das führt letztendlich zu Lieferengpässen wieder. Das führt zu gestiegenen Kosten, ist also latent inflationär. Schauen wir mal, wie die ganze Geschichte weitergeht. Und China ist ja jetzt beschäftigt mit seinem Plenum. Und es gibt unbestätigte Meldungen. Unbestätigte, ich wiederhole, aber Jennifer Zhang ist eigentlich relativ zuverlässig. Die sagte, dass hier Xi Jinping einen Schlaganfall hatte. Wie gesagt, unbestätigt, aber ich wollte es trotzdem mal kommunizieren, weil ich von Jennifer Zhang schon viele gute Informationen bekommen habe. Auf der anderen Seite wurde heute die Jugendarbeitslosigkeit veröffentlicht, nachdem man das ja mal eingestellt hat. Und siehe da, die fällt natürlich ganz deutlich, gell? Dagegen sind ja die beiden Statistiken purste Wahrheit, meine Damen und Herren. Das ist natürlich letztendlich unsubstantiiert. Und jetzt kommen wir nochmal nach Europa. Bevor ich Sie in den Feierabend schicke, hier eine Untersuchung hier eines Analysehauses, das sagt, also wenn die Zölle von Trump kommen, dann würde das in der Eurozone 1% des BIP kosten und 10% der Gewinne der europäischen Unternehmen. Das darf man oder das sollte man schon mal im Hinterkopf haben. Dagegen solche Berichte dann, die wir auch gebracht haben von Bloomberg, ja, sprechen tolle Zahlen an, tolle Zeiten an für Europas Blue-Chip-Unternehmen. Da habe ich so ein bisschen meine Zweifel, wenn Trump wirklich ans Ruder kommt. Das wird eine harte Zeit. Dementsprechend können Sie sich aussuchen, welche Meinung, welche Einschätzung Sie eingehen aber, oder einnehmen. Aber hier sehen wir die Unternehmensberatung Alex Partners. Geht davon aus, dass wir eine Insolvenzwelle sehen. Wir hatten ja jetzt Depot, viele andere Firmen, die BayWa in Schwierigkeiten sind, Meyer Werft. Viele, viele Insolvenzen in letzter Zeit und das dürfte noch so weitergehen. Also da steht uns vielleicht ein ziemlich heißer Herbst bevor, wie diese Unternehmensberatung sagt. Und das dürfte auch für den Energiesektor gelten, denn da haben sich ja viele fett gemacht aus dem alternativen Energiesektor, Windkraftbetreiber etc. Die haben richtig abkassiert, aber jetzt ist Ende Gelände. Man will die Bundesregierung will Subventionen kürzen und das wird diese Firmen doppelt treffen. Denn es kommen immer mehr auf den Markt, es wurden immer mehr Windkraftanlagen gebaut, sodass sich die gegenseitig schon per se kannibalisieren. Jetzt kommt auch weniger Subvention durch die Bundesregierung. Da werden wir auch ein massives Sterben sehen. Abschließend zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Schockwellen nach Trump. Kommentaren hier nochmal das, was der Donald gesagt hat über so Dollar, warum er eigentlich möchte, dass der schwächer wird. Und der Dollar ist heute schwächer geworden. Das ist insofern interessant, als wir schon mal einen Vorgriff vielleicht bekommen auf das, was dann sehr wahrscheinlich eben kommt, nämlich eine Trump-Präsidentschaft mit all den Handlungen. Und meine zweitbeste Freundin hat sich wieder genial geäußert. Also die Marktkapitalisierung von Tesla wird sich verzehnfachen wegen den Robotaxis, gell? Ja, genau. Also wegen, warum nicht verhundertfachen, Cathy, möchte ich da fragen, oder vertausendfachen, für millionenfachen. Dieser Taximarkt ist ja riesig, nicht wahr? Also bestimmt so über 2,50 Dollar groß, nicht? Also schauen wir mal, wie es ausgeht. Das war das letzte Marktgeflüster von meinem Urlaub. Morgen nochmal im Videoausblick die Empfehlung, bitte ernst nehmen, diese Artikel sich mal anschauen und weiterempfehlen. Ich sage jetzt erst einmal Servus, ciao.